Moin Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schachvideo. Ich werde besser. Hier sind wir im Trainingsbootcamp auf leechess.org. Ich habe mir einige Pläne überlegt. Zum einen, wie versprochen, möchte ich mich auch den etwas fortgeschrittenen Königflügelangriffen widmen. Zum anderen möchte ich auch nochmal wiederholen. In der Aufgabenübersicht steht hier immer, was ich mir nochmal angucken muss. Damit werden wir auch gleich starten. Und dann möchte ich demnächst auch in die Studien schauen, das ist vielleicht was für die nächsten Clips, und dort die Eröffnungen ein bisschen durchchecken. Da gibt es sicherlich gute Guidelines, gute Studien, gute Trainer dafür, weil ich glaube, das ist auch noch mit einer meiner größten Schwächen, wenn es um Blitzspiel geht, schnell irgendwie zu reagieren auf das, was der Gegner macht. Selbst im Londoner System, was ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Gut, also wollen wir doch erstmal starten mit der Wiederholung. Das hier ist mir auf jeden Fall sehr familiär. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich erinnere, aber diese drei Figuren, denke ich, werden eine wichtige Rolle dabei spielen. So, Problem ist, wenn ich hier Schach sage, dann kann der König wegziehen. Und dann ist der Läufer auch noch gefesselt an die Dame und so. Das ist alles nicht so ganz optimal. Wenn ich allerdings meine Dame opfere, ist schon mal der Turm gezwungen zu schlagen. Ja, und das ist Schachmatt. Der Turm ist dann nämlich gefesselt an den König. Und dann kann hier die Dame noch sich reinschmeißen. Das kann ich aber einfach wegschlagen. Also, Damenopfer. Und König, genau, so war's. Na, siehst du mal. Bisschen was bleibt doch hängen. Ich kann mich nicht so ganz hundertprozentig an diese Stellung erinnern, aber so an das Muster. Und ich glaube, darum geht's auch. Das ist ja das, was man auch lernen möchte. Weiß nicht, ob das hier ein Problem ist. So, dunkel erinnere ich mich auch wieder. Also hier unsere Player. Ja, seht ihr schon was? Ich muss gestehen, dass mir das noch schwer fällt. Der Springer ist sehr weit weg, also den jetzt irgendwie in den Angriff mit reinzukriegen, dauert mindestens zwei Züge. Also wenn Damenopfer, dann damit ich hier mit dem Läufer ran kann. Dann habe ich zwei Läufer im Angriff. Das kann einfach alles so stehen bleiben. Das nervt mich. Der König ist nicht im Schach. Und der Turm, klar, den könnte man wegschlagen und eine Qualität gewinnen, aber ich glaube, man will mehr als das. Hier zu schlagen, ich glaube, das bringt nichts. Und hier irgendwie reinkommen. Da weiß man auch nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ja genau, der Bauer ist natürlich gefesselt an die Dame. Der kann jetzt nicht so ohne weiteres schlagen, solange der Turm noch auf der D-Linie ist. Hier kann ich übrigens nicht hin. Alles nicht so einfach. Also mir deucht, ich sehe es nicht.
Das wäre es natürlich, wenn Schwarz hier schlagen würde. Dann hätte ich hier ein wunderschönes Schach und König wäre gezwungen, in die Ecke zu gehen und alles wäre super. Ja, das sieht eigentlich am besten aus. Falls Schwarz nicht schlägt, muss er gucken, was er mit seinem Turm macht. Also er müsste den Turm vielleicht nochmal decken extra. Also da hätte, glaube ich, Schwarz schon wahnsinnige Schwierigkeiten. Deswegen, das muss es eigentlich sein. Und jetzt würde ich sagen, ist das naheliegend. Schach geben. König muss in die Ecke und dann kann ich mir wahrscheinlich einfach den Turm schnappen. Das wird es wohl sein. Geht noch weiter. Ja, also ich weiß, dass ich die Aufgabe hatte, aber glaubt man nicht, ich wüsste noch die Lösung. Kann sogar sein, dass ich jetzt auf dem letzten Zug ist, dann. Ah, ich glaube, ich nehme einfach noch den Läufer dazu. Ja, das war die Lösung. Okay, ja, ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Also diese Wiederholungsfunktion, ich habe das total unterschätzt, wie wichtig das ist, wie entscheidend das ist. Also jetzt mal ganz, ganz ohne Quatsch. Man denkt ja, auch ohne so eine Funktion würde man trainieren und man kann sich auch Aufgaben nochmal angucken, aber das verlangt wieder so viel Selbstreflexion, dass man weiß, die und die Aufgabe sollte ich nochmal machen und das merke ich mir und so, diesen Aufwand macht man sich nicht, ne? Und dieses Wiederholen, das sorgt dafür, dass es wirklich hängen bleibt, dass die Muster durch diese einmalige, vielleicht zweimalige Wiederholung oder so, dass die Muster sich tatsächlich richtig festsetzen. Ich bin sehr begeistert. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man mehr braucht als das, was hier diese Plattform einem bietet, um wirklich gut im Schach zu werden oder um immer stetig besser zu werden im Schach. Deswegen habe ich ja auch so ganz. So, wo sind die Königsangriffe? König. Das sind so viel Angriff auf den Königsflügel. Das machen wir jetzt. Deswegen habe ich ja auch so ein bisschen naiverweise in meinem Twitch-Profil gepostet auf dem Weg zum FIDE-Meister. Weil ich denke mir, was soll einem jetzt noch im Weg stehen, wenn man so eine geile Trainingssuite hat? Man muss einfach nur trainieren und fertig. Aber wahrscheinlich ist es auch so, man muss ja auch im Turnier gegen andere gewinnen, um so einen FIDE-Titel zu bekommen. Und die haben natürlich auch solche Übemöglichkeiten. Und naja, die trainieren vielleicht schon länger mit echten Trainern oder mit Büchern und so weiter und machen das schon seit der Kindheit. Und dementsprechend da irgendwie ranzukommen, das aufzuholen. Ich glaube, das schafft man in meinem Alter nicht mehr. Aber sei es drum. Ich mache das jetzt auch nicht, um irgend so einen Titel zu bekommen. Aber ja, Schachmeister, irgendwie Meister zu sein, ach, das wäre schon was. So, wir widmen uns einer neuen Aufgabe. Solange ich solche Sachen nicht auf den ersten Blick lösen kann, ist eh Hopfen und Malz verloren. Deswegen, also gucken wir doch mal, wie wir hier unsere Sinne schärfen. Das ist übrigens recht gefährlich schon. Da kommt die Dame hinterher. Dann muss ich hier mit dem Turm noch dazwischen. Dann kriege ich das noch so gerade eben abgeblockt. Insofern kann ich mich schon ein bisschen auf Angriff konzentrieren. Probieren wir mal ein paar Sachen aus. Diese Diagonale muss auf jeden Fall für irgendetwas gut sein. Ja, aber ehrlich gesagt, mehr Figuren sind dann auch nicht zur Verfügung, ne? Also egal, was ich ziehe, es führt jetzt nicht unweigerlich zu einem Vorteil. Das muss man erstmal festhalten. Ich krieg die Dame jetzt auch nicht auf ein helles Feld, um dann irgendwie reinzugehen. Das wäre natürlich sofort matt, würde ich sagen. Aber die Dame steht nun mal auf dem dunklen Feld. Die ist jetzt eins nach rechts zu rücken. Um dann hier hinzugehen und dann hier rein. In der Zeit
könnte Weiß auf jeden Fall einfach mal einen Bauern vorziehen und das, glaube ich, war es dann mehr oder weniger. Ja, hier steht, dieser Bauer hier, der scheint mir auch noch mal eine Schlüsselfunktion zu bekommen. Also wenn ich hier reinschlage, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht mit dem König schlagen, weil dann gewinne ich eine Dame. Das kann er sich, glaube ich, nicht erlauben. Also muss er mit dem Turm schlagen. Oder er muss natürlich gar nichts, aber das ist jetzt mal das zweite Szenario. Dann ist die Grundreihe frei, aber ich komme nicht auf die Grundreihe. Okay, ich bedrohe den Turm. Wenn der König schlägt, haha, dann habe ich hier ein wunderschönes Schach. Aber er könnte einfach wieder zurückgehen auf sein Ausgangsfeld und dann habe ich die gleiche Situation wie vorher, nur dass ich einen Läufer weniger habe. Keine guten Aussichten. Ich sehe es mal wieder nicht. Es heißt doch Angriff auf den Königsflügel. Also irgendwie muss doch der König das Ziel sein. Jetzt muss ich hier vielleicht auch mal die anderen Figuren in Betracht ziehen, aber da sehe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Also wenn den Bauern nach oben zu ziehen, würde ihn auch hängen lassen. Nicht schön. Nicht. Ja, sowas ist natürlich theoretisch denkbar. Sowas würde ich wahrscheinlich im Eifer des Gefechts einfach mal spielen, ohne zu wissen, wofür das gut ist. Aber so eine Doppelung der Türme auf einer halboffenen Linie, denke ich mir, naja, kann man ja mal machen. Aber so weitsichtig bin ich jetzt nicht. So, das sieht zwar irgendwie gut aus, aber was jetzt? Gewinne ich eine Dame? Gebe aber auch zwei Türme ab. So, das wäre halt nicht schlecht. Also angenommen, der Turm wäre irgendwie weg. Aber es ist alles ein bisschen sehr abstrakt. Also ich sehe es nicht. Muss ich leider sagen. Ich glaube, ich muss was ausprobieren. Ich sehe keine wirklich funktionierende Situation. Das ist halt kein Schach. Falls er mit dem Turm schlägt, sehe ich nicht, wie es weitergehen soll. Hier wäre auch überhaupt kein Schach, aber gut, es ist höchstwahrscheinlich falsch. Minus 8, ui. Probieren wir mal ein paar Sachen aus. Das sind so die Sachen. Verdopplung. Das. Hier im Leben. Oh, okay. Immerhin, ich habe noch gefunden den Zug, aber es war natürlich jetzt recht kopflos ausprobiert. Probieren wir nochmal. Wieso kann ich nicht ziehen? Wieso kann ich den Zug denn nicht selber nochmal ausführen? So.
muss weitermachen. Ah, vielleicht Turm H8, H6. Er geht wieder zurück und dann bin ich aber gedeckt auf H1. Ja, warum habe ich das nicht gesehen? Dieses Damenopfer hier. Ich habe nicht in Betracht gezogen, dass der Turm dann nachrücken kann auf dieser ersten Linie. Okay. Ich finde das ganz faszinierend, dass mir diese Rätsel dann doch so Schwierigkeiten bereiten. Aber vielleicht klappt es diesmal besser. Klar, Damenopfer ist sowieso ja immer so ein bisschen special, aber passiert bei dieser Art Rätsel halt echt ständig. Insofern. So, ich liebäugle ein bisschen damit hier zu nehmen. Ist zwar kein Schach, aber könnte einen Abzugsschach nach sich ziehen. Und eigentlich finde ich, kann ein Bauer nicht schlagen. Dann sieht das nämlich hier nach Schachmatt aus. Das sieht gut aus, ne? Und wenn sich der König irgendwie entscheidet, woanders hinzugehen, schlagen wir halt hier auch noch einen zweiten Bauern. Könnte natürlich sowas kommen. Aber ich würde fast sagen, dann schauen wir weiter. Aber ich kann natürlich auch nochmal schauen, wie es so aussieht. Das wäre auch kein Schach. Angenommen, König schlägt, dann kann ich hier Schach sagen. Oder noch besser. Schach mit der Dame. König kann nur auf das Feld. Naja, und dann mal schauen, ne? Ja, dann geht es irgendwie nicht weiter. Ja, ich finde irgendwie Läuferopfer hier ein bisschen naheliegender. Aber klar, also der Bauer hier muss nicht schlagen. Aber dann können wir hier nochmal Schach sagen, genau. Das ist auch gut. Schlagen kann er nicht, er muss dann irgendwie noch weiter, dann hätte ich wieder einen Abzug. Oder wenn er wieder zurückgeht, hätte ich auch wieder einen Abzug. Ach, das sieht alles sehr so gut aus, es kann nur stimmen. So, das habe ich nicht gesehen. Ist trotzdem richtig gewesen. Ein Glück. Also meine Vermutung ist jetzt, ich bedrohe die Dame. König weicht aus, ich gewinne die Dame. Was Besseres sehe ich jetzt hier nicht. Mensch, dass ich hier unter 2000 gerutscht bin, das sollte auf jeden Fall noch mein Ziel sein. Wir machen noch eine Aufgabe auf normalem Schwierigkeitsgrad und dann wollen wir mal ein bisschen höher gehen. Also hier auch wieder bedrohliche Batterie. Das sieht irgendwie interessant aus, aber da ist noch nichts zu machen. Aber ne, was ist, wenn ich hier Schach sage? Und sowas kommt. Schach. Kann er natürlich so schlagen. Und hier müsste man noch irgendwie versuchen, was aufzubauen. Schach. Er schlägt. Fesselung. Wäre eine Möglichkeit. Es ginge natürlich auch Schach. König geht zur Seite. Schach. König muss noch weiter gehen. Turm kommt hinterher.
König muss weiter. Schach, also. Ah, hier ist noch ein Springer. Aber hier anzufangen, sodass dass ich so ein bisschen provoziere, die Linie freizugeben, also die Diagonale. Oder den König eben hier hinlocken, sodass ich über diese Diagonale Druck machen kann, scheint mir ein guter Plan zu sein. Also, wir riskieren es. Er schlägt. Wie geht's weiter? Entweder direkt Schach sagen. Dann wieder Schach sagen. Und dann gehe ich auf die Grundreihe. Er muss dann irgendwie dahin. Könnten wir hier mit dem zweiten Läufer auch noch mal hinterher. Das sieht für mich besser aus, als wenn ich jetzt den Bauern hier nur nach oben ziehe. Dann versperre ich mir auch hier den Weg des Läufers. Wäre zwar irgendwie ganz schön, die Dame an den König zu fesseln, aber das hier sieht mir überzeugender aus. Okay, er will das tatsächlich noch mehr. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Figuren. Die Dame alleine schafft das nicht. Plus 3. So. Ladies and Gentlemen, könnt ihr das sehen? Nein, ne? Nicht so richtig. Ganz links unten seht ihr jetzt. Ah, jetzt habt ihr es hier, ne? Wir sind jetzt in der Kategorie schwieriger. Ah ja, wir haben die 2000er Marke wieder durchbrochen. Sehr schön. Und gucken wir mal, ob wir dieses Rätsel gelöst bekommen. Das sieht hier eigentlich alles schon extrem gefährlich aus für Weiß. Junge, Junge, Junge. Schach. Weicht aus. Schach. Muss weiter ausweichen. Schachmatt. Schach schlägt. Schach weicht aus und das gleiche Spiel nochmal. Ach, das sind jetzt mit dem Turm zuerst oder sollte ich mit der Dame zuerst? Macht das einen Unterschied? Ich glaube, so ist noch ein Zug früher Schachmatt, wenn ich mit der Dame gehe. Also Schach, dann kann er ja hier nirgends hin. Er muss ausweichen und dann habe ich hier sofort Schachmatt. Würde ich jetzt mit dem Turm schlagen, was auch, glaube ich, nicht schlecht wäre. Nee, dann, Moment, er kann ja dann gar nicht. Ah, das habe ich vercheckt. Ja, Turm ist noch besser. Na, dann los. Was? Was habe ich übersehen? Ja, ich habe, glaube ich, übersehen, dass der Turm dazwischen gehen kann. Und dann kann ich nicht hier hin, weil hier ist noch ein Turm. Hier diese Verteidigungslinie, die habe ich unterschätzt. Oh, Turm ist falsch und da. Ach ja, Dame war richtig, okay. Ja, Schachmann. Schade, minus 3 immerhin nur. Kein riesiger Ab. Das ist ein bisschen schade, weil ich das auch in Betracht gezogen habe. Ich habe aber nicht dran gedacht, dass hier Weiß ja noch Figuren dazwischen schieben kann. Okay, da war ich ein bisschen ungeduldig. Aber ja, immerhin, ich habe die Idee wenigstens gesehen. Aber dann eben nicht alle Details bedacht. Okay, gucken wir mal, dass wir die 2000er Marke nochmal durchbrechen. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es im nächsten Clip weiter mit dem schwierigsten Grad. Okay, ich habe immer gerne Springer im Angriff. Sowas gibt nämlich zum Beispiel. So, sorry, ich war kurz abgelenkt.
Sowas gibt einen Schach, lenkt den Turm ab. Und hier würde leider der Turm von der anderen Seite kommen. Ups. Wenn man hier schlägt, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum für den Läufer. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sobald die Dame hier schlägt, ist eigentlich kaum noch was zu retten. Dann muss ich schon hier der Dame verteidigen. Also jetzt den Turm irgendwie da wegziehen, das wäre, glaube ich, fatal. Dann hätte ich verloren. Also ich schätze, ich muss Schach geben. Ich glaube nicht, dass es anders funktioniert. Schach Nummer 1. Schach Nummer 2. Schach Nummer 3. Da kann sich der König überlegen. Ja, er muss hier oder dahin zurück. Und dann hätte ich ein bisschen die Diagonale frei für irgendwas, wobei das wäre dann kein Schach mehr. Vielleicht doch mit dem Springer anfangen. Schach Nummer 1. Aber dann, ich kann mir nicht erlauben, erst den Bauern vorzuziehen. Genau, ich kann den Turm dazwischen ziehen. Okay, also solange die Konstellation da ist, ist mein König soweit noch sicher vor der Dame. Also ich könnte mir erlauben, mit dem Springer erstmal einen Schach zu so geben. Entweder schlägt Weiß oder verschiebt den König. Machen wir erstmal dieses Schlagen-Szenario. Falls dann der Bauer hochkommt, kann es natürlich passieren, dass... Kann eigentlich... Doch, kann passieren, ne? Dass Weiß Schach sagt, dann muss ich mich dazwischen stellen. Dann wird wahrscheinlich Weiß nicht schlagen, weil dann wäre die Dame weg. Ja, insofern vielleicht traut sich Weiß das auch nicht. Vielleicht versucht Weiß erstmal den Springer ein bisschen näher zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Also Schach auf diese Weise würde so und so. Vielleicht geht dann auch mal der König noch mal eins weg. Ich würde sehr gerne den Bauern eins hochbekommen. Ich schätze, also es ist nur so ein Gefühl, dass das hier richtig sein müsste. Alles andere ist für mich zu langsam. Das Damenopfer hier, das scheint mir nicht viel zu bringen. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen durchgecheckt, aber ja, dann geht eben der König wieder zurück und dann komme ich nicht hinterher und ich habe wahnsinnig wichtige Figuren verloren. Okay, wir machen das hier. Ah, falsch. Ah. Da kann ich offensichtlich meiner Intuition immer noch nicht trauen. Ja, dementsprechend können wir jetzt ein bisschen rumprobieren. Tatsächlich, Damenopfer wäre richtig. Also, jetzt wäre meine Intuition gewesen, wieder Schach zu geben. Sonst habe ich nämlich hier wirklich ein Problem. Nur bei diesem Schach verliere ich eine weitere Figur und nur einen Bauern hier hinzubekommen, ist jetzt auch noch nicht so dramatisch super, weil
König flüchtet wieder hier zurück und da komme ich mit meinen beiden Läufern einfach nicht ran. Das ist mein Problem. Okay, wir schauen trotzdem mal. Ist auch nicht richtig, okay. Dann sehe ich es ehrlich gesagt nicht. Schon wieder übersehen. Den Turm auf die Grundlinie zu bekommen, auf die H-Linie. Das ist schon das zweite Mal. Okay, das Muster muss ich mir einprägen, aber immerhin. Ich finde es sehr instruktiv gerade. Okay, wir müssen noch eins machen, auch wenn wir schon eine halbe Stunde aufzeichnen. Ich nehme erstmal die Dame. Wie sieht das aus? Schlecht sieht das aus. Was ist mit Läufer E4? Keine Option, dummerweise. Also hier stehe ich auch wieder mit dem Rücken zur Wand. In doppelter Hinsicht. Wie kommen überhaupt solche Stellungen zustande, frage ich mich. So, schlagen. Schlagen ist deshalb einfach gut, weil es direkt ein Schach ist. Aber viel mehr ist da nicht drin. Ja, dann vielleicht nochmal Schach, aber na gut, okay. Wenn der König ausweicht, wäre ich in beiden Fällen in der Lage, Schach zu geben. Stimmt gar nicht. So blockiere ich mein eigenes Schach. Und der Turm wäre in der Lage zu schlagen. Beziehungsweise. Ja. Nee. Ich muss hier sowas von aufpassen. Also in einem Blitzspiel würde ich wahrscheinlich den Turm etwas an den König ranholen, um mich vor diesen Angriffen zu schützen. Aber es wäre natürlich ein wahnsinnig passiver Zug. Fragt man sich schon. Was für Alternativen gibt es denn noch? Wir müssen irgendwie so nach dem Ausschlussverfahren argumentieren. Denn die Frage ist, wie verhindere ich diesen Zug? Das ist Mathe in 1. Das hilft mir ja eigentlich bei der Suche nach Lösungen. Ich könnte also auch mit der Dame zur Hilfe springen. Aber, ups, falsches Feld.
Ja. Und hier diesen Bauer nochmal doppelt angreifen, sofern die Dame sich bequemt wegzugehen. Ist aber auch relativ weit in der Zukunft, dieser Gedanke. Erst dahin, dann dahin und dann dahin. Und auch nur wenn die Dame wegzieht, wo soll die hin? Die Dame kann sich ja sonst was überlegen. Zum Beispiel dahin. Forciert nochmal einen Abtausch. Schachmatt, whatever. Also wenn man sowas in den Blick nimmt, dann muss man hier tausend andere Züge auch noch durchspielen. Deswegen, es muss irgendwie etwas sein, was ein bisschen mehr die Schlinge zuzieht. Das hätte den Vorteil, dass der Läufer hier gedeckt ist. Das geht leider nicht. Nein. Ich denke nicht richtig nach. Es geht darum, das zu verhindern. Ich meine, im Moment ist der Läufer da, um den Turm zu decken. Ne? Deswegen ist es nicht Matt in 1, wie ich gerade dachte. Ne? Ich habe diesen Läufer hier nicht in Betracht gezogen. Und hier verdoppeln. Gut, das wäre Schachmatt. Aber hier eher nicht. Kann der König noch fliehen? Dann könnte ich natürlich hier hinterher. Sowas ist eigentlich immer ganz gut, aber jetzt einfach verdoppeln, ist das die Lösung? Schlecht ist das nicht, ne? Schlecht ist das nicht. Aber wenn das die Lösung ist, dann muss ich auch zugeben, das Niveau ist mir hier zu hoch. Man muss so viele Alternativen durchchecken. Schwierig. Ich weiß es nicht. Mir ist es zu schwierig. Ich probiere es. Okay, war leider falsch. Nochmal minus 3. Also es wird heute nichts mehr mit den 2000 Punkten. Habe ich natürlich kurz in Betracht gezogen, den Turm zu opfern. Ich habe nur so gedacht, naja gut, er weicht aus und mal gucken, was dann ist. Er kann natürlich auch schlagen. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich sofort weiß, wie mir das einen Vorteil bringen soll. Jetzt habe ich erstmal den Turm geopfert. Okay, also auf diese Weise nochmal Schach sagen wäre möglich. Aber wie positioniere ich die Dame, dass mir das möglichst viel hilft. Ich würde ja zu gerne einfach schlagen. Also eigentlich finde ich hier auch einfach mal so ein F8-Zug gar nicht so. Ach nee, ist ja ist schon angegriffen. Aber eben sowas in der Art, dass man irgendwie nicht sofort matt ist, wenn dieser Zug kommt. Und dann hätte man die Chance, hier diese Grundreihe zu verlassen, aber geht einfach nicht.
Ich habe das Gefühl, hier nicht weiterzukommen. Also, ich lasse mir die Lösung anzeigen. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das checken wir mal mit der Engine. Klar, kann man hier nochmal Schach sagen. So, was ist jetzt so schlimm daran, hier Schach zu sagen? Die Engine rechnet. Und dann gewinnt Weiß. Das ist ja faszinierend. Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Also der König ist jetzt hier erstmal anscheinend sicher. Okay, ich glaube, ich sehe es. Jetzt kann ich nämlich hier nicht nochmal nachdrücken, denn da ist der Läufer ungedeckt. Wenn ich dann aber auf das Feld gehe und der König weicht hier aus, dann bin ich in der Lage, mit dem Läufer hier nochmal Schach zu sagen und er kann jetzt nicht einfach schlagen. Das ist der Hintergrund. Das ist mir zu schwer gewesen. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, naja gut, dann geht der Turm eben dahin. Was nun? Selbst jetzt will er noch opfern. Selbst jetzt, also diesen Turm will er um jeden Preis loswerden. Okay, klar, jetzt habe ich die Dame frei. Ja, okay, klar, sobald ich den König einmal dazu gebracht habe, hier auszuweichen, ist natürlich gut. So. Er will um jeden Preis diesen Angriff haben. So, und genau, wenn der König auf das Feld geht, kann ich nämlich hier nochmal Schach sagen. Das habe ich ja auch gesehen, dass mit dem Läufer beide Diagonalen frei habe. Und was dann? Ach, interessant. Jo, jetzt ist er gefesselt. Es geht eigentlich nur darum, am Ende diesen Zug machen zu können. Und irgendwie den Turm dazu zu bringen, hier nicht wegzukommen, weil der darf jetzt natürlich nicht. Okay. Wieder was gelernt. Also zum einen mit dem Turm mal so quer zu ziehen und nochmal irgendwie Druck auszuüben auf der Linie. Das ist mir jetzt zweimal passiert, dass mir das irgendwie nicht ins Auge kam. Und hier in diesem Fall war das Muster eben das, ich musste irgendwie schauen, dass mein Grundreihenmatt verhindert wird und dass ich einen Weg finde, letztendlich die Dame zu bekommen. Also meinen Turm von der Grundreihe lösen zu können. Also so ein Stück weit habe ich in die Richtung gedacht, ich habe nur den Weg einfach nicht gefunden. Aber das war auch wirklich schwierig. Ich muss mal gucken, ob ich demnächst es hinkriege, in diesem Niveau mal eine Aufgabe zu lösen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber im nächsten Clip würde ich sagen, gibt es erstmal wieder Puzzle Storm. Ich wünsche euch was und sage bis morgen. Tschüss.